Hallo und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin Mr. Namdos und wir spielen hier nach wie vor Fallout 2. Ja, wir haben uns hier erfolgreich gegen diese kleinen Red-Skorpione oder Red-Skorpions, wie auch immer, durchsetzen können. Und der möchte da wissen, ob Texas den Krieg überlebt hat, wer immer das auch wissen möchte. Ich glaube, hier unser Kollege, keine Ahnung. So, egal. So, nach einem kurzen Räusperer geht es dann auch sofort los. Wir sind auf dem Weg zur Bunkerstadt. Aber bevor wir uns letztendlich dann doch wieder der Bunkerstadt nähern, würde ich ganz gerne eine kleine Zwischenstation einlegen. Und zwar hier, genau, bei Unbekannt. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Was ist jetzt los? Du möchtest begegnen eine Gruppe Sklavenhändlern mit Sklaven. Nö, warum? Eigentlich nicht. Habe ich keinen Bedarf. Keine Gelüste irgendwelcher Art und Weise, um das da jetzt zu machen. Ich möchte möglichst schnell da in den neuen Ort ankommen. Wir kriegen natürlich erstmal wieder Ärger in Form von... Du bekommst 60 Erfahrungspunkte für erfolgreiches Anwenden der Fähigkeit an Turbursche. Also, alles klar. Ja, 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 klar. Das sind diese Zufallsbegegnungen. Und ja, je nachdem, ne, bekommt man da Points für oder auch nicht. So, ja. Ich bin angegriffen worden. Hier haben wir ganz viele Gegner. 97, 87. Ich nehme mal hier den Kollegen unter Beschuss und versuche mich mal so ein bisschen ins Abseits zu stellen. Oha. So, genau, weil nämlich, ne, unser neuer Kollege, der geht jetzt erstmal auf Distanz, um von dort aus entsprechend tätig zu werden. Ich lasse mich so ungern in den Rücken schießen. Vor allen Dingen von den eigenen Leuten. Das muss nicht sein. So, die wollen tanzen. Also, ne, hier meine Leute wollen tanzen. Ob das ganz so funktioniert, weiß ich nicht. So, bevor ich mich aber zurückziehe, würde ich vorschlagen, erledigen wir erstmal den Kollegen da. Und dann gehe ich so ein bisschen in diese Richtung. Ja, das geht schon wieder lustig. Hier zur Sache. Kaum ist man unterwegs, kriegt man schon wieder auf die Mappe. So, ich bin auf 28 runter, sehe ich gerade. Ist nicht gerade wenig. Und Gott sei Dank räumen unsere Leute hier ein bisschen auf. So, Abstand. Sehr gut. Das gefällt mir nicht. Gefällt mir noch weniger. Ups, ich muss dringendst Heilmittel zu Rate ziehen, sonst war es das hier innerhalb kurzer Zeit. Sulik geht auf Nahkampfwaffen über. Und ich muss ins Inventar. So, einen Augenblick. Ich bräuchte da mal kurz ein Stimpack. Das würde mir sehr gut tun, mir dieses in meine Venen zu jagen. Nicht auf Drogen. So, zumindest hier im Spiel. So, der Räuber verfehlt. Beziehungsweise trifft mich nur ein bisschen. Sulik lässt den nächsten etwas schwach aussehen. Schickt den zweimal auf die Bretter. Aber. Oh, Moment, Augenblick. Ja doch, das geht. Aber es reicht halt nicht. Auch bei mir reicht es nicht, um den Kollegen da letztendlich auf die Matte zu schicken. Aber jetzt. Immerhin. Da wird schon mit den Fäusten gekämpft. Hier auch. Okay. Folgendes. Habe ich die Möglichkeit, den zu treffen, ohne meinen Kollegen da irgendwie? Voilà. Das sieht nicht gut aus. Das sieht noch schlechter aus.
Dann. Wie sieht's überhaupt aus? Ich habe 21 HP. Tja, da stehe ich schlecht, hier stehe ich schlecht. Ich versuch's mal hier in diese Richtung. Pulver, dem geht's wohl nicht so gut. Gute Kiste, die hat seine Waffe nachgeladen und erfolgreich geschossen, glaube ich. Ich stehe immer noch etwas ungünstig. Zwei. Jetzt geht gar nichts mehr. Na gut, dann gehe ich direkt hier hin. So, dann habe ich beide irgendwie im Schussfeld. Uah, oh Gott. Ja, toll. Ruhe in Frieden, auserwähltes Wesen. Tja, so schnell kann es gehen. Da müssen wir halt nochmal ran. Ne? Hilft ja nur alles nix. Also nochmal von vorne. Da habe ich ein bisschen gepennt bezüglich meiner Gesundheit. So. Das war... So macht man es nicht. Oder so sollte man es nicht machen. So, immer noch ist unbekannt das Ziel meiner Träume. Einer schlaflosen Nächte. Da geht's schon wieder los. Du möchtest begegnen einigen Räubern im Kampf gegen Skorpione. Nö, danke, das muss ich nicht haben. Weder das eine noch das andere. Räuber sind mir egal, Skorpione auch. Und ich möchte möglichst schnell da in diesem unbekannten Ort mich niederlassen können. Du möchtest begegnen einigen Skorpionen, die sich in den Sporenpflanzen verstecken. Ja, von wegen, das ist nicht erforderlich. Auch da sage ich gerne nein. Ich möchte hier meine Gesundheit und vor allen Dingen auch meine Ressourcen schonen. Ja, in Bezug auf Waffen und Heilmittel und das ja nicht gesehen. Ich denke, wir werden hier vor Ort noch genügend Abwechslung bekommen. So, was ist denn hier unbekannt? Also ich habe einmal 60 Erfahrungspunkte für das erfolgreiche Anwenden der Fähigkeit Naturbrüche bekommen und dann für das gleiche noch einmal 75. Besser als nichts. So, ein hübsches kleines Farmerdorf, umgeben von riesigen Feldern, auf denen die Ernte verrottet. Vielmehr nicht verdorrt, sondern verrottet. Ist nicht so schön. Wo sind wir denn hier? Modok. Hauptstraße, Modok speichern wir direkt. Flug kommt später. So, ja, ich weiß, existiert, ich will das überschreiben. Modok. Wir sind in Modok. Was haben wir denn hier? Ein General Store direkt als erstes. Ja. Gut, da gibt's Felder, da gibt's auch kleine Felder, weitere Gebäude, größerer und kleinerer Art, was auch immer das da ist, so ein rundes Gebäude, das könnte sowas wie ein Brunnen oder so sein, da stehen Leute in der Gegend rum. Ich möchte mich wieder kurz räuspern. Wer ist er? Du siehst einen Händler. Interessant. Warum ist er nicht da drin? Kann ich mal ganz kurz mal ansprechen. Das hier war mal eine wohlhabende Stadt mit viel Landwirtschaft. Okay, mehr kriegen wir wohl aus dem nicht raus. Diese Stadt ist tot. Ja gut, dann gehen wir doch mal hier in den General Store. Gucken wir mal, wie tot die Stadt ist. Und ob wir hier so in Erfahrung bringen können. Das ist ein General Store, das ist aber ein kleiner General Store. Wer ist er denn? Achso, das ist mein eigener Mann hier, der hier angerannt kommt. Ja. Hab ich jetzt nicht mit gerechnet. Aber der ist ja so ein bisschen so auf Abstand auch eingestellt. So. Wenn wir dann hier rumstehen, du siehst nichts Ungewöhnliches. Hallo, nichts Ungewöhnliches.
Tut mir leid, diese Warenbörse ist wegen der Dürre auf unbestimmte Zeit geschlossen. Wer sagt, dass ich handeln will? Ich bin neu hier. Was kannst du mir über die Stadt erzählen? Also willkommen in Morduk. Ich heiße Joe und ich leite die Warenbörse hier. Hier gibt's nicht viel. Ein paar Farmen, ein Schlachthaus. Dann haben wir noch diese Pension Roses und eine Gerberei. Gerade genug, um ein paar Waren zum Handeln herzustellen. Aber mit der Dürre könnte sich das alles ändern. Ja, dann, was kannst du mir über das Schlachthaus erzählen? Das Schlachthaus wird von Grisham und seinen Sohn Davin geführt. Oder Darwin geführt. Vielmehr komme ich auf Davin. Darwin. Er liegt östlich von hier. Er macht das verdammt beste Schnitzelfleisch diesseits der Rockies. Die Roses Pension? Roses Pension ist im Norden der Stadt. Reisende kommen von überall her, nur um ihre weltberühmten Omelets zu kosten. Manche behaupten, die Omelets könnten Leiden heilen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte das für einen Schwachsinn. Aha, Omelets, die einen heilen können, auch nicht verkehrt. Wenn es denn stimmt. Schlachthaus. Schlachthaus hatten wir ja, ne? Ja. Erzähl mir von der Warenbörse. Wo ist die Gerberei? Das ist das große weiße Gebäude mitten in der Stadt. Das habe ich das gesehen? Ich glaube, da hinten irgendwie, ne? Kann ich dir ein paar andere Fragen? Wir gehen hier nochmal die Liste durch. Ich gehe nochmal auf die Warenbörse. Wie gesagt, ich heiße Joe und ich leite die Warenbörse für Morduk. Ich organisiere den Handel zwischen Morduk und anderen Städten, die Lebensmittel und die da Waren brauchen. Aber die Dürre könnte all dem ganz schnell ein Ende setzen. Langsam verzweifeln wir. Okay, wo ist die Gerberei? Geh einfach der Nase nach und du wirst sie finden. Merkst du diesen widerlichen Gestank? Das kommt von den Beizfässern direkt nördlich von hier. Wenn dich der Gestank nicht stört, findest du nirgends bessere Lederwaren. Baltas wirkt Wunder mit Leder. Okay. Schlachthaus haben wir warm, böse haben wir durch. Ja, dann fahren wir mal nach dem großen weißen Gebäude mitten in der Stadt. Oh, das ist unsere Kirche. Die Einwohner von Morduk haben sie gebaut, um ihren Glauben zu zeigen. In letzter Zeit gibt es aber nicht allzu viel, worüber man dankbar sein könnte. Deshalb geht niemand mehr zur Messe. Aha, okay. Kann ich dir noch weitere Fragen stellen? Ich suche was ganz Bestimmtes. Vielleicht kannst du mir ja helfen, es zu finden. Rück schon raus damit. Ich kann nicht helfen, wenn du mir nicht sagst, was du suchst. Ich werde sicher nicht Rätselrat mit dir spielen. Das ist wohl wahr. Ich suche das heilige Geek. Na, da hast du aber Glück. Ich weiß, wo das ist. Vielleicht kommen wir doch noch ins Geschäft. Okay, Geschäft. Sag mir einfach, wo ich das heilige Geek finde und ich ziehe los. Unser Geschäft beschränkt sich darauf, dass du mir sagst, wo sich das Geek befindet. Sonst passiert was. Was willst du für die Informationen wiedersehen? Ich versuch's mal hiermit. Geschäft, sag mal einfach, wo das heilige Geek zu finden ist und ich zieh los. Mann, bist du verkorkst. Warum kommst du nicht wieder, wenn du etwas normaler bist? Schönen Tag noch und pass auf die Tür auf, wenn du rausgehst. Oh, dann ist nicht so gut gelaufen. Können wir nochmal mit dem reden oder war's das jetzt? Was ist denn jetzt los? Du machst wieder so ein... Achso, Moment, das war die falsche Person. Entschuldigung, das war's erstmal. Ich wollte nicht mit einem von meinen Leuten reden. Ich wollte eigentlich hier mit dem Kollegen hier sprechen, mit dem guten Joe. Was kann ich für dich tun? Sehr schön. Ich könnte ja erstmal nochmal fragen hier, ne, womit handelst du? Da ich auf die Produkte der Menschen von Morduk angewiesen bin, kann ich nicht viel bieten. Du weißt schon, die Dürre und so... Immer noch interessiert? Lass uns ein Geschäft machen. Gucken wir erstmal, was er hat. Oh, Dynamit. Munition habe ich erstmal mehr als genug, glaube ich. Und zwei Seile.
Interessant. Also Seil ist eigentlich immer zu gebrauchen und auch Dynamit ist natürlich nicht schlecht. Einer sollte, glaube ich, erstmal reichen. Was? 1038? Seid ihr des Wahnsinns? So viel glaube ich nicht. Kriege ich die und immer zusammen. Wieso habe ich hier keine Waren mehr? Moment. Ach, Quatsch. Guten Morgen. Das fängt schon wieder gut an. Moment, was kriegen wir denn hier so im Austausch? Weil ich bin ja jetzt nicht so der Beste in Handgranaten werfen und ich weiß auch nicht, wie meine anderen Kollegen da so drauf sind. 300? Interessant. Ja, fehlen mir immer noch 783. Ja, die ist ja mal nicht so schön. Um das mal ganz ja, neutral auszudrücken. Ich meine, ich könnte natürlich versuchen, ich habe nicht mehr so viel Geld, natürlich ausprobieren, ob ich ihm die Klamotten da irgendwie klauen kann. Was würde denn so ein Seil kosten? Fangen wir mal mit so einem Seil an. Das kann ich mir gerade noch erlauben. 54 ist ja der Hammer. So, warte mal. Ja komm, hier, wenn wir eben 54, egal, lange nicht lange herum experimentieren. Zack, bumm. Und dann bieten. Aber zumindest schon mal ein Seil für den Fall des Falles, wenn man hier irgendwo rumklettern muss oder irgendwann mal, weil das hatte ich schon mal gesehen halt, ne, hier von wegen Seile und so, die da angeboten wurden und ich habe es verschwitzt. Aber als leidgeprüfter, in Anführungsstrichen leidgeprüfter Fallout-Spieler, kennt man das ja mit den Seilen und so. Gut, das ist ein guter Tausch, das kann ich erstmal so noch stehen lassen. Ich bin auf der Suche, ich suche den Heiligen Geek, weißt du, wo ich es finde? Komm mal, Geschäft. Was willst du denn für die Informationen? Ah ja, was ich will, wenn du es noch nicht bemerkt hast. Unsere kleine Farmgemeinschaft erlebt eine der schlimmsten Dürrezeiten. Die Regenzeit war heuer ungewöhnlich kurz und unsere Stadt vertrocknet. Kurz gesagt, unsere Gemeinschaft steht vor dem Aussterben, genau wie unsere Saat. Du weißt schon, dass ich keinen Regen machen kann. Nein, nein, klar. Sowas Unmögliches würde ich nie von dir verlangen. Du kannst keinen Regen machen, natürlich nicht. Egal, wie ich schon sagte, wir haben Probleme und wir könnten deine Hilfe brauchen. Okay, ich bin ganz Ohr. Da gibt's eine Farm am Rand der Stadt, wo es keine geben sollte. Vor ein paar Jahren ist sie einfach aus dem Nichts aufgetaucht. Willst du behaupten, die Farm ist einfach über Nacht aus dem Boden gewachsen? Ja, klar. Ein paar von uns waren auf der Jagd, als wir die Farm bemerkten. Aber das war ja nicht viel, war ja nicht mal so seltsam. Kurz danach gingen ein paar von uns, um die neuen Nachbarn zu besuchen. Bloß, da war keiner. Erzähl weiter. Wir versuchten viele Monate ohne Erfolg mit den Besitzern in Kontakt zu treten, doch ohne Erfolg. Also dachten wir, dass die Farm bald nach ihrem Bau aufgegeben worden war. Um die Saat nicht auf den Feldern verrotten zu lassen, ist der junge Karl eingezogen. Dann wurde es übel. Karl kam mit Geschichten über seltsame leuchtende Figuren, die sich nachts um die Felder kümmerten und die Tiere fütterten. Wir lachten ihn alle aus, weil wir glaubten, dass er das alles nur erfunden hatte. Eines Tages kam Karl nicht mehr in die Stadt. Was ist mit ihm geschehen? Habt ihr ihn gesucht? Aber klar, wir gingen zur Farm, als wir vermuteten, dass da was faul war. Er fängt an, heftig zu zittern. Der Horror. Überall Leichen. Verstreut. Manche gekreuzigt, während andere in der Sonne verwesten. Ich wache immer noch mitten in der Nacht schreiend auf, weil ich die furchtbaren Bilder von damals nicht vergessen kann. Lass mich raten. Ich soll zu dieser Farm und rausfinden, was passiert ist. Normalerweise würde ich diesen verfluchten Ort einfach vergessen. Aber aus irgendeinem Grund gedeiht die Ernte auf der Farm, trotz der Dürre, immer noch.
Wir verhungern, wenn wir nicht bald etwas zu essen bekommen. Hilfst du uns, die Farm von den Geistern zu befreien? Was springt für mich dabei raus? Wenn du uns hilfst, sag ich dir, wo du findest, was du suchst. Okay, wir wollen den Deal besiegeln. Schneide dir den kleinen rechten Finger ab. In Ordnung. Zeig mir, wo die Geisterfarm ist. Die Farm befindet sich ungefähr eine Tagesreise nordöstlich von hier. Er zieht eine Karte hervor und deutet auf einen Punkt nordöstlich von Mordok. Komm zurück, wenn du das gefunden hast. Gut, auf Wiedersehen. Jo, Mann, das ist ja mal eine Story. Eine Geisterfarm. Interessant. Ich speichere mal eben. So. Der gute Typ hier ist Joe, ne? Der Joe. Ja, ich könnte natürlich jetzt hier Sprengstoff und so gebrauchen. Früher oder später. Ich guck mich mal, ich habe jetzt gespeichert, ich guck mich mal um, ob welche Sachen vielleicht mitnehmen könnten. Vielleicht bei ihm irgendwie auch Leuchtfackeln. Also höchstens um die Sachen zu verkaufen. Ich bin zwar jetzt nicht gut weiß wie viel, aber ich habe selber ja noch Leuchtfackeln gebunkert bei meinen Kollegen. Da ist alles leer. Und ich glaube nicht, dass wir für Leuchtfackeln $1000 kriegen oder so. Oh. Ich habe ja gespeichert. Hat niemand mit. Das ist ja der Zeit, die ich spare. Oh, die vier. Ja, wenn das so ist, nehme ich die auch wieder mit. Ja, komm, zweites Seil. Ich will es nicht übertreiben. So. Ja, der ist überhaupt nicht irgendwie nuckelig auf uns, weil wir da jetzt Sachen mitgenommen haben. Ich habe jetzt Inventar, ich habe den Sprengstoff, ich habe das Seil, ich habe mein Geld wieder. Und das ist besonders schön. Und ja, okay. Sehr nett. Wenn ich das... Also nur ein Holzofen. Okay. Jo, wenn denn so ist. Ja gut, die Geisterfarm, interessant, aber da werden wir uns wahrscheinlich erst später drum kümmern. Ich will ja nichts sagen. Aber das ist mir hier erstmal so ganz generell zu dunkel. Komme ich hier wieder zurück? So ohne weiteres. Wie gesagt, wir haben ja gespeichert. Ich speichere nochmal. Achso, was ich mal nachgucken wollte, sieht es eigentlich hier mit uns so aus, so karmatechnisch und so. Arroyo verehrt, Klamas verehrt, in den immerhin akzeptiert, Bunkerstadt akzeptiert, im Mordok sind wir neutral und Broken Hills auch neutral. Broken Hills, waren wir in Broken Hills? Ich kann mich gar nicht entsinnen. Egal. So, nächster Level ist bei, also nächster Level Aufstieg bei 21.000 Punkte. Da sind wir noch weit von entfernt. Moment, Karma 229 Wanderer. Und Totengräber. Ach, wahrscheinlich, weil ich da, also mein Ruf oder mein Karma ist auf Totengräber, weil ich da die ganzen Gräber da aufgebuddelt habe und die geplündert habe. Oh, ups. Die sind tot, denen ist es egal, ist zu deinem Leitspruch geworden. Die Überreste anderer auszugraben ist zu mehr als einem Hobby für dich geworden. Oh oh, ich hoffe nicht, dass das irgendwelche negativen Folgen hat. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Upsi. Naja, egal. Okay, ja, was ich eigentlich machen wollte. Wie gesagt, ich speichere nochmal. Hab ich nämlich noch nicht gemacht, dann machen wir das jetzt. So, Speichermann und Söhne. Immerhin, hier sind wir noch neutral, obwohl wir uns hier gerade so ein bisschen bedient haben. Scheint dann aber egal gewesen zu sein. Nein. Quatsch, mein jetzt. Den Pip-Boy bräuchte ich und ich würde hier ganz gerne mal bis morgens... Wie spät ist das jetzt überhaupt? 1 Uhr. Da kommt hier 6 Stunden schlafen. Und sollte eigentlich reichen. Wie? Nicht?
Außer jetzt hier, ne, so tagsüber, so 7 Uhr wird doch normalerweise schon hell. Will ich das hin? Na gut, dann hauen wir uns eben noch mal für knapp eine Stunde hin oder nicht ganz eine Stunde. Jetzt haben wir es wenigstens hell. Und wir sehen hier ein bisschen was. Ne? Darum ging es mir jetzt hier. Da ich habe keine Lust, da ständig in der Dunkelheit rumzueiern. Du siehst Tank. Eine großer Wassertank. Ein großer Wassertank. Sieht gut erhalten aus, was wahrscheinlich positiv ist. Jo. Da hätten wir einen Brunnen, in den wir hinabsteigen können. Das spare ich mir aber erstmal noch auf. Ich will hier nicht irgendwie was vorwegnehmen. So,